Hallo, in diesem Video zeige ich die Bestückung der Hauptplatine des Open Bike Sensors in der Version 00.03.1.2 und gehe auf die Besonderheiten bzw. Abweichungen für den Workshop im Hackerspace Bremen ein. Dieses Video dient als Ergänzung zur offiziellen Anleitung, nicht als Ersatz. Zunächst müssen wir die Buchsenleisten für den ESP32 Mikrocontroller bestücken. Vorgesehen sind hier 15-Pin SMD-Buchsenleisten, die aber sehr schwierig zu beschaffen sind. Wir behelfen uns mit 16-Pin Through-Hole-Buchsenleisten, die wir kürzen und an denen wir die Pins so verbiegen, dass eine SMD-Montage möglich ist. Das hier ist eine der Buchsenleisten. Mit einem Seitenschneider einen einzelnen Pin entfernen. Den Seitenschneider nicht in der Mitte zwischen zwei Pins ansetzen, sondern etwas nach außen versetzt. Anschließend mit einem Messer oder etwas Schleifpapier nacharbeiten, um nichts überstehen zu lassen. Das gleiche auch mit der zweiten Buchsenleiste. Nun die Buchsenleisten auf den ESP32 stecken und auf die Platine halten. Die Ausrichtung ist mit der USB-Buchse vorgegeben. Aus der Ausrichtung der Pads an der Platine ergibt sich, welche Pins nach innen und welche nach außen gebogen werden müssen. Die Pins mit einer Zange umbiegen. Es ist darauf zu achten, die Pins möglichst im rechten Winkel abstehen zu lassen. Anschließend die Pins kontrollieren und gegebenenfalls mit einem Finger nachdrücken. Die drei Pins an dieser Stelle sind nach dem Umbiegen etwas zu lang und geraten gefährlich nahe an diesen Anschluss. Daher die Pins mit einem Seitenschneider kürzen. Beim Festlöten zunächst zwei Pins in den Ecken festlöten und gegebenenfalls die Ausrichtung korrigieren. Anschließend alle weiteren äußeren Pins festlöten. Dann den ESP32 abziehen und die inneren Pins verlöten. Da man bei dieser Technik kalte Lötstellen nicht gut erkennt, prüfe ich die elektrischen Verbindungen nun alle einzeln mit einem Multimeter. Dazu stelle ich das Multimeter auf Durchgangsprüfung. Ich habe hier Krokoklemmen an das Multimeter angeschlossen und in diese einfache Drahtbrücken gesteckt. Wenn sich diese berühren, piepst das Multimeter. Ich kann nun eine der Drahtbrücken einfach in die Buchsenleiste stecken und mit der anderen Pads auf der Platine berühren. Die Zuordnung von Pins auf Pads ist auf diesen beiden DIN A4 Seiten abgedruckt. Ihr findet sie als PDF unten in der Videobeschreibung und auch ausgedruckt zum Workshop.
Nun kommen wir zum Spannungsregler. Vorgesehen ist dieser, den wir aber aus diversen Gründen nicht verwenden werden. Wir verwenden stattdessen diesen. Dieser ist etwas kleiner und hat eine andere Pinbelegung. Daher muss hier improvisiert werden. Auf der Ausgangsseite ist die Polarität vertauscht. Daher werden zunächst auf die halbrunden Pads, also unten, zwei kurze Litzenstücke gelötet. Auf der Platine ist unten links Minus und unten rechts Plus. Auf dem Spannungswandler genau umgekehrt, unten links Plus, unten rechts Minus. Nun werden die Pads mit einem Stück Isolierband abgedeckt. Dann kann der Spannungsregler auf der Platine festgelötet werden. Anders als in der offiziellen Anleitung verwende ich hier zwei einzelne Pins aus Stiftleisten und löte die mit fest. Bei diesem Wandler bleibt der Pin ganz oben links auf der Platine frei. Anschließend löte ich die Litzenstücke auf dem Spannungsregler fest. Hierbei darauf achten, die Polarität zu drehen, also die rechte Litze links anlöten und die linke Litze rechts. Nun soll laut Anleitung das Lademodul eingebaut werden. Das ist dann hier diese Outline. Ich würde dazu raten, vorher diesen Widerstand und diesen Kondensator einzulöten, weil man sonst dazwischen löten muss. Das ist ein bisschen eng. Darum gucken wir jetzt mal auf der Rückseite. Genau, das ist R3 und C1. C1 ist 100 Nanofarad und R3 sind 300 Kiloohm. Und die würden wir jetzt zuerst bestücken. Jetzt kann der USB-Laderegler bestückt werden. Auch hier gibt es eine Besonderheit, wenn man sich das Ganze mal in einem fertigen OBS anguckt, beziehungsweise in einem fertig gelöteten Prototypen und einem gedruckten Gehäuse, dann kann man hier sehen, da ist der USB-C-Anschluss und der ist ein bisschen nach oben versetzt. Ja? Man kann das natürlich mit dem Messer entsprechend ausschneiden. Ist aber vielleicht doch ein bisschen geschickter, den so einzulöten, dass man das nicht tun muss. Und man sieht dann schon, dass er quasi flach auf der Platine aufliegt. Und da muss entsprechend ein Abstand zwischen. Also da irgendwie einen halben Millimeter Abstand lassen und das festlöten. Und dann passt das besser ins Gehäuse.
Ich benutze hier übrigens ein kleines Steckbrett, um die Pins richtig gerade zu löten. Das ist ganz hilfreich. Bei diesem Board haben die Pins hier außen nicht den richtigen Abstand. Daher muss man da auch improvisieren. Wie gesagt, da so ein kleines bisschen Abstand. Da kann man sich auch mal ein Leergehäuse nehmen und gucken, ob das passt. Mal eben das von vorhin. Da ist USB. Das ist jetzt fast schon zu tief. Also einen kleinen Tick nach oben. Wieder da rein. Und dann sieht man, dass es passt. Und da löten wir das jetzt fest. Nun können die restlichen Widerstände bestückt werden. Auch hier ist darauf zu achten, dass R7 nicht wie auf dem Board abgedruckt verlötet wird, sondern wie in der Anleitung beschrieben, als SMD auf der Rückseite. Nun die beiden Elektrolytkondensatoren C2 und C3 festlöten. Hier auf die Polarität achten. Anschließend kann die Lötbrücke JP1 überbrückt werden. Als nächstes wird die Sicherung F1 festgelötet. Die Polarität ist dabei egal. Es folgt der Batteriestecker. Hier die Anweisungen aus der Anleitung bezüglich Polarität beachten. Anschließend noch die Diode als Verpolschutz. Nun werden die beiden Verbinder für Taster und Display und den Ein- und Ausschalter bestückt. Kommen wir nun zu den eigentlichen Sensorboards. Diese Boards haben auf der Rückseite einen Anschluss, in den der Ultraschallsensor eingesteckt werden kann. Diesen Anschluss müssen wir austauschen und durch einen gewinkelten ersetzen, sodass der Sensor von oben eingesteckt werden kann. Der Sensor selbst hat ein relativ langes Kabel und am Ende so einen Anschluss. Die Kabel sind zu lang und können nicht im Gehäuse untergebracht werden, deswegen müssen die gekürzt werden. Im ersten Schritt das Kabel 10 cm vom Sensor entfernt abschneiden. Bei dem Kabel handelt es sich um ein Koaxialkabel. Bei diesen Sensoren ist es so, dass es so viele verschiedene Varianten gibt, dass nicht klar genormt ist, welcher Anschluss auf dem Board jetzt der Innenleiter und die Schirmung ist. Das müssen wir jetzt im Prinzip
für jeden einzelnen Sensor einmal ausmessen. Obwohl alle Sensoren vom gleichen Händler kommen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass wirklich überall exakt die gleiche Polarität vorliegt. Dazu nehmen wir uns das Reststück Kabel, das wir eigentlich nicht mehr brauchen, aber wir werden jetzt hier einmal messen, auf welchem Pin der Innenleiter liegt und auf welchem Pin die Schirmung. Dazu isolieren wir von dem anderen Kabelende einfach ein Stück ab, ziehen da die Isolierung ab. Na. So, und sehen dann hier einmal dieses Drahtgeflecht, das ist sozusagen die Schirmung, und im Inneren diesen Plastikisolator, und da drin befindet sich nochmal ein Leiter. Wir können jetzt im Prinzip auch diesen Plastikisolator abisolieren und sehen da drin dann den Leiter. Und genau, die Schirmung liegt im Prinzip auf Masse und der Pin überträgt das Signal. Und jetzt nehmen wir uns wieder ein Multimeter auf Durchgangsprüfung und prüfen, welcher Pin minus ist und welcher das Signal. Also wieder Multimeter, Durchgangsprüfung. Das eine stecke ich jetzt mal hier in den linken Pin. So gesehen. Und halte das. Ja, okay. Das ist die Schirmung auf dieser Seite. Damit wir das nicht vergessen, nehme ich mir jetzt mal einen Stift und mache da einen schwarzen Punkt dran. Schwarz für negativ. Und dann weiß ich ja auch, wenn man das in die Platine steckt, dann wäre der links. Also jetzt umgedreht rechts. Das heißt, ich mache auf die Platine auch da einen Punkt drauf. Damit ich weiß, dass das die Schirmung war und das andere das Signal. So, im Prinzip brauchen wir dieses Kabel jetzt gar nicht mehr. Das kommt weg. Und jetzt müssen wir auf dem Sensorboard den Stecker tauschen. Durch einen gewinkelten Stecker. Ja. Ist im Prinzip relativ einfach. In der Anleitung steht, dass wir das für euch vorbereiten sollen im Workshop. Das ist mir aber für über 50 Sensoren zu viel Arbeit. Und das ist wirklich so einfach, dass das eigentlich jeder hinbekommt. Also, als erstes nehme ich eine Zange und ziehe diesen weißen Gehäuse, dieses weiße Steckergehäuse ab. Hab dann jetzt nur noch so zwei Pins, die da rausgucken. Die kann man relativ einfach einzeln entlöten. Man sieht hier auf der Rückseite sind sogar relativ große Lötpunkte. Ist also eigentlich kein Problem. Ich stecke jetzt das hier wieder in meine dritte Hand. Und halte das entsprechend fest. Ist unter der Kamera ein bisschen schwierig, aber ich gucke mal, ob ich das hinbekomme. Dann nehme ich eine Zange, weil die Pins sehr heiß werden, und halte quasi auf einer Seite einen Pin fest und würde dann auf der anderen Seite mit dem Lötkolben die Lötstelle erhitzen und den Pin dann rausziehen. Ich muss mal gucken. Ich werde das hier unter der Kamera wahrscheinlich noch mal ein bisschen drehen. So, ich habe die beiden Pins jetzt ausgelötet. Man sieht, dass da Rückstände vom Lötzinn drauf sind. Die würde ich jetzt entfernen. In meinem Fall mit so einer Entlötpumpe. Man kann da auch Entlötlitze nehmen, was einem lieber ist. Wie ich da vorgehe, also ich nehme ein neues Lötzinn, mache da erstmal wieder frisches Lötzinn drauf, damit da auch wieder entsprechend etwas Flussmittel drauf ist. Und dann komme ich mit meiner Entlötpumpe an, erhitze das und ziehe das Lötzinn da raus. Und auch hier sieht man den Puffeffekt. Sehr schön. Ja, das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Nochmal. Also wieder neues Lötzinn drauf und dann
Genau, so. Und dann sieht man quasi da Fokus. Genau, die beiden Löcher, die da frei sind. Da ist jetzt noch ein bisschen Lötzinn daneben gespritzt. Gucken wir mal. Das ist, ja, das liegt dann nur auf der Platine drauf. Das ist nicht weiter schlimm. Das kann man eben wegmachen. Kann man auch hier mit dem Lötkolben drüber. Fertig. Und das andere Pad. Auch. Und dann sieht man schon, dass da im Prinzip zwei Löcher sind. Und uns interessieren hauptsächlich die inneren beiden. Weil das, die sind mit dem richtigen Abstand für den neuen Stecker. Und wie man schon sieht, die Löcher sind relativ klein. Und wenn man sich diesen Stecker mal nimmt und guckt, ob man ihn da drauf kriegt, entsprechend ja, nach oben hinweg, wenn der Anschluss unten ist von dem Sensorboard, dann sieht man schon, dass die Löcher im Prinzip zu klein sind für diesen neuen Anschluss. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am saubersten wäre das, entsprechend ein bisschen aufzubohren. Was ich aber festgestellt habe, wenn man sich einfach eine spitze Pinzette nimmt, da in die Löcher reingeht und so ein bisschen dreht und in dem anderen auch und entsprechend das auch auf der anderen Seite macht und ich werde hierfür sicherlich Ärger kriegen, dann bekommt man den Anschluss auch so da rein. So, genau. Und dann sitzt er da bündig drauf. Und jetzt löten wir diese Pins fest. So. Fertig. Das gleiche machen wir auch noch auf dem zweiten Board. Auch hier wieder ausmessen, welches das Signal und welches die Schirmung ist. Und Achtung, dadurch, dass wir jetzt diesen Anschluss drauf gelötet haben, hat sich der Stecker quasi um 180 Grad gedreht. Und zwar war es so, dass der vorherige so da drauf saß. Und wenn man ihn umklappen würde, wäre ja diese Einkerbung nach unten. Die ist jetzt aber nach oben. Deswegen das im Kopf berücksichtigen. Und deswegen haben wir auch die Schirmung markiert. In diesem Fall sind die beiden Sensorboards komplett identisch. So, jetzt müssen wir an die Sensoren die neuen Stecker dran krimpen. Die haben wir eben mit dem Kabel quasi entfernt. Ich habe jetzt beide Sensoren gekrimpt und jetzt geht es darum, diese Steckverbinder in den eigentlichen Stecker einzusetzen. Und da guckt man eben, okay, wenn er nach oben zeigt, dann muss jetzt auf der rechten Seite die Schirmung eingesteckt werden. Also dieser. Und dann steckt man den entsprechend da rein. Und kann dann, ich nehme dann immer so eine flache Zange und drücke den dann entsprechend rein. Und guck dann, ja, der ist drin. Dann den anderen. So, und dann sieht man, dass sie da beide drin stecken und kann die entsprechend so in die Sensorboards einführen. Anschließend, wenn man schlau ist, hat man da vorher ein Stück Schrumpfschlauch drüber gemacht, so wie hier, und macht das da drüber und schrumpft das entsprechend fest. Anschließend können die Sensorboards auf der Platine festgelötet werden. Es handelt sich dabei hier um die beiden Anschlüsse Sensor 1, Sensor 2.
Und genau, die Platinen zeigen im Prinzip zueinander. Also so. Und die entsprechend möglichst gerade festlöten und so, dass sie sich nicht berühren können. Also erstmal einen Pin auf einer Seite. Dann kann man das schon mal verbinden. Ne, das Pad will gerade noch nicht. So. Genau. Dann ist das schon mal fest. Dann kann man, wenn es jetzt nicht aufliegen würde, würde ich es jetzt so festhalten und da entsprechend nochmal den Pin erwärmen, das Lötzinn und das dann entsprechend gerade drücken. Das sieht aber schon, na, ja, es zeigt ein bisschen nach außen. Kann man vielleicht noch ein bisschen erwärmen und zurück. Ja, so ist es eigentlich fast gut. Jetzt die anderen Pins und dann entsprechend das gleiche bei dem zweiten Sensorboard. Auf der Hauptplatine fehlen jetzt nur noch das SD-Kartenmodul und das GPS-Modul. Und dann ist die Bestückung der Hauptplatine vorerst abgeschlossen. Fangen wir an mit dem SD-Kartenmodul. Da nimmt man sich dann diese gewinkelten Pinleisten, knipst sich da 6 ab und lötet die von dieser Seite so fest. Das Modul kommt dann hier rein, in J7, bündig, verlötet und dann hier die überstehenden Pins wieder abgeknipst. Da kann jetzt auch im Prinzip schon eine SD-Karte eingesteckt werden. So, jetzt nur noch das GPS-Modul. Ah, ich habe vergessen, diese Pins abzukneifen. Ja gut, kein Problem. Kriegen wir auch im eingebauten Zustand noch hin. Das ist kein Problem. Ist natürlich schlauer, das vorher zu machen. So, besser. Na, der erste ist noch ein bisschen. Na. So, besser. Genau, das GPS-Modul. Bestehend aus der Antenne, die ins Gehäuse eingebaut wird, und dem eigentlichen Modul. Man sieht hier 4 Anschlüsse. Auf der Platine sind 5. Die Spannungsversorgung ist da doppelt. Es passt aber sowieso nur in eine Richtung. Hier löten wir eine gewinkelte 4-Pin-Stiftleiste zunächst auf die Hauptplatine und erst dann in das Modul. Und zwar nehmen wir dafür diesen Anschluss J2 und den unteren 3,3 Volt-Pin lassen wir weg. Also den unteren nach in Platinenrichtung. Und löten da die kurze Seite in die Platine. Das GPS-Modul selbst wird dann auf diese Pins aufgesteckt und versinkt in dieser Einkerbung in der Platine. Auch das löten wir fest. Auch hier möglichst gerade. Also wieder einen Pin festlöten und dann so wie bei den Sensorboards.
So, ja, ist schon nicht schlecht. Und damit ist die Bestückung der Hauptplatine abgeschlossen. Man kann sich jetzt schon ein fertiges Display-Modul nehmen, das einmal anschließen, dann die Firmware darauf spielen und das testen. Ja, da einfach entsprechend der offiziellen Anleitung weiter verfahren. Das soll es fürs Erste gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im Workshop.